Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Hatten Sie Gelegenheit, den Projektvorschlag zu prüfen? Ja, habe ich. Insgesamt sieht es gut aus. Aber es gibt ein paar Punkte, die ich gerne besprechen würde. Klar, überspringen wir sie. Welche Bedenken haben Sie? Zunächst einmal wirkt die Zeitleiste etwas eng. Können wir die Frist um eine Woche verlängern? Das ist ein gültiger Punkt. Ich werde mit dem Team sprechen und sehen, ob wir Anpassungen vornehmen können. Großartig. Zweitens sind mir im Budgetteil einige Unstimmigkeiten aufgefallen. Können Sie angeben, welche Teile einer Klärung bedürfen? Klar. Auf Seite 3, unter Hardwarekosten. Die Zahlen stimmen nicht überein. Ich sehe das jetzt. Danke, dass du das verstanden hast. Ich werde es sofort beheben. Gern geschehen, haben wir schließlich einen Backup-Plan für den Fall technischer Probleme? Ja, das tun wir. Für solche Situationen haben wir einen Notfallplan. Großartig. Das ist beruhigend. Wie ist der Fortschritt des Teams bei Codierungsaufgaben? Sie machen gute Fortschritte und wir sind auf dem besten Weg, unsere Meilensteine zu erreichen. Gut zu hören. Achten wir darauf, die Kommunikation zwischen den Teams offen zu halten. Annahme. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts. Haben wir übrigens das Kundentreffen für nächste Woche geplant? Ja, es ist am Dienstag auf 10 Uhr eingestellt. Ich werde die Einladungen noch heute verschicken. Perfekt. Bis dahin werde ich die Präsentationsmaterialien vorbereiten. Danke, Maria. Sie leisten bei der Leitung dieses Projekts großartige Arbeit. Danke, Michael. Es ist eine Teamleistung und ich schätze Ihre Unterstützung. Teamwork ist für unseren Erfolg unabdingbar. Gibt es noch etwas zu besprechen? Nicht jetzt. Lassen Sie uns weiterhin unsere Fortschritte überwachen und Probleme umgehend lösen. Annahme. Danke, Mary, für die fruchtbare Diskussion. Vielen Dank auch, Michael. Einen schönen Tag noch. Du auch, Mary. Auf Wiedersehen. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie fühlst du dich heute? Mir geht es etwas besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt sagte, dass es mir bald wieder gut gehen würde. Das ist schön zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Könnten Sie mir bitte etwas Wasser aus dem Spender holen? Das besorge ich dir natürlich sofort. Danke, Michael. Übrigens, hast du heute die Krankenschwester gesehen? Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Er sagte, sie würden sie in einer Stunde noch einmal untersuchen. Gut, ich hoffe, sie können herausfinden, was diesen Schmerz verursacht. Ich bin auch Mary. Hoffen wir auf eine schnelle Diagnose. Danke, dass du hier bei mir bist, Michael. Das bedeutet viel. Gern geschehen, Mary. Ich bin hier, um Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie fühlen Sie sich? Hallo, Michael. Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Mach dir keine Sorgen, Mary. Die Ärzte hier sind sehr gut. Wie sieht das Problem aus? Ich habe seit 2 Tagen Kopfschmerzen und es wird immer schlimmer. Das hört sich nicht sehr gut an. Haben Sie noch keinen Arzt aufgesucht? Ja,
Heute Morgen hat Dr. Ich habe Smith gesehen. Er sagte, ich bräuchte vielleicht ein paar Tests. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Danke, Michael. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Gern geschehen, Mary. Wir sind Freunde und Freunde unterstützen uns gegenseitig. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Projekttreffen? Ja, ich habe die Tagesordnung festgelegt. Großartig. Lasst uns das Treffen beginnen. Sehen wir uns zunächst den Projektzeitplan an. Okay, mach weiter. Wir nähern uns der Frist. Gut zu hören. Es stehen jedoch einige Herausforderungen bevor. Was für Schwierigkeiten? Wir brauchen mehr Ressourcen zum Testen. Ich werde dies mit der Personalabteilung besprechen. Danke, das wird sehr hilfreich sein. Was steht als nächstes auf der Agenda? Lassen Sie uns das Budget besprechen. Liegen wir im Budget? Wir liegen etwas über dem Budget. Wir müssen Wege finden, die Kosten zu senken. Ich stimme zu. Wir können unsere Ausgaben optimieren. Lassen Sie uns auch über Kundenfeedback sprechen. Sie wollen einige Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Ich werde das Entwicklungsteam informieren. Gut, wir müssen auch an die Sicherheit denken. Dies ist auf jeden Fall eine der obersten Prioritäten. Gibt es noch etwas hinzuzufügen? Lassen Sie uns für nächste Woche eine Demo vereinbaren. Ich werde mich mit dem Team abstimmen. Danke, Maria. Danke, Michael. Das war's für das heutige Treffen. Wir sehen uns in der Demo, Michael. Ich freue mich darauf. Neuer Vortrag. Hallo, Mary. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Es tut mir leid, das zu hören. Hat der Arzt Sie schon gesehen? Ja, das taten Sie. Sie denken, es könnte die Grippe sein. Das ist so schwierig. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Danke für den Besuch. Natürlich, Maria. Ich habe dir ein paar Zeitschriften und deinen Lieblingstee mitgebracht. Du bist sehr rücksichtsvoll, Michael. Du weißt immer, wie ich mich besser fühlen kann. Ich werde mein Bestes geben. Du bist mir wichtig. Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung. Wie läuft es bei der Arbeit? Es war ein wenig intensiv, aber ich habe es geschafft. Sie wissen, dass ich für dich da sein sollte. Du bist ein sehr ergebener Freund. Ich bin glücklich, dich zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Mary. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Erinnern Sie sich an die Wanderung, die wir geplant hatten? Hoffentlich können wir bald einen neuen Termin vereinbaren. Definitiv. Wir werden noch viele weitere Abenteuer erleben, wenn du wieder auf den Beinen bist. Ich freue mich darauf. Und ich verspreche, dass ich diese Schokoladenkekse backen werde. Ich bin mir sicher, dass es die besten Kekse aller Zeiten sein werden. Michael, kannst du meine Familie anrufen und sie über meine Situation informieren? Natürlich werde ich sie sofort anrufen. Dankeschön. Ich weiß, dass sie sich besser fühlen werden, wenn sie von ihnen hören. Wir sind auch wie eine kleine Familie, Mary. Ich bin so dankbar für deine Freundschaft, Michael.
Du bedeutest die Welt für mich. Du bedeutest mir auch viel, Mary. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich weiß, dass wir das tun werden. Danke, dass du mein Fels bist, Michael. Immer, Mary. Nun ruhen Sie sich aus. Ich kümmere mich um alles andere. Du bist der beste Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hallo, Michael. Mein Auto macht ein seltsames Geräusch. Ich bin etwas wählerisch. Kein Problem, Mary. Ich werde mal schauen. Wann haben Sie das Geräusch zum ersten Mal bemerkt? Es begann gestern auf dem Heimweg von der Arbeit. Geschah es plötzlich oder allmählich? Es passierte plötzlich, wie ein lautes Klicken. Okay, ich werde es mir ansehen. Gibt es noch etwas, was ich wissen muss? Mein Bremspedal fühlt sich in letzter Zeit etwas weich an. Danke für die Information. Ich werde auch die Bremsen überprüfen. Könnten Sie das Auto für ein paar Stunden bei uns lassen? Selbstverständlich werde ich ein Auto organisieren, um zur Arbeit zu fahren. Großartig. Ich rufe Sie an, nachdem ich das Problem identifiziert und einen Kostenvoranschlag erstellt habe. Danke, Michael. Ich schätze Ihre Hilfe. Gern geschehen, Mary. Wir bringen Ihr Auto wieder in einen guten Zustand. Neues Gespräch. Hallo, Maryam. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Nicht schlecht, danke. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ja, ich weiß, was du meinst, die Arbeit kann sehr hektisch sein. Definitiv. Wie auch immer, ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Wow, interessant. Worum geht es in Ihrem Projekt? Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Das scheint wichtig zu sein. Finden Sie die Informationen, die Sie benötigen? Ja, ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung und du? Was führt Sie heute in die Bibliothek? Ich kam, um ein Buch abzuholen, das ich reserviert hatte. Es war ein Roman, den ich schon lange lesen wollte. Es ist gut, es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es heißt Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an Sie weiter. Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Danke, dass du gefragt hast, meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Es ist sicherlich. Wie auch immer. Ich muss los und mein Buch holen. Es war schön, auf dem Laufenden zu bleiben. Michael. Du auch. Mary. Genießen Sie Ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Es sieht aus wie ein Plan. Seien Sie vorsichtig. Du auch. Mary. Tschüss. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie läuft alles? Hallo, Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Lass uns etwas trinken, ja? Klar. Das hört sich toll an. Was ist deine Wahl? Ich werde ein Bier trinken.
In Ordnung und du? Lass mich bitte ein Glas Wein trinken. Barkeeper, bitte ein Bier und ein Glas Wein. Also, Michael, wie läuft es heutzutage? Die Dinge waren wie immer beschäftigt. In Ordnung und du? Auch für mich war es intensiv. Lange Stunden. Ich kenne dieses Gefühl. Ein Hoch auf die harte Arbeit. Prost! Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur eine kleine Erleichterung. Du? Ich denke darüber nach, am Sonntag spazieren zu gehen. Es ist großartig. Wo gehst du hin? Ich werde wahrscheinlich in die nahegelegenen Berge gehen. Ich liebe auch die freie Luft. Bist du schon mal dort gewesen? Ja, mehrmals. Das ist gut. Irgendwann muss ich mal nachschauen. Was machst du zum Spaß? Ich liebe es zu lesen und zu kochen. In Ordnung und du? Ich spiele gerne Golf und schaue gerne Sport. Golf klingt interessant. Das habe ich nie versucht. Du solltest ihm eine Chance geben. Entspannend. Vielleicht werde ich. Übrigens, wie geht es deiner Familie? Gut, danke fürs Fragen. Ist es deins? Meiner ist auch großartig. Alle sind gesund. Das ist schön zu hören. Wir sind glücklich. Definitiv. Das Leben ist voller Segen. Sehr richtig. Welche ist Ihre Lieblingsküche? Ich bin ein Fan von italienischem Essen. Du? Mexikanische Küche ist meine erste Wahl. Mexikanisches Essen kann wirklich lecker sein. Eigentlich. Reisen Sie oft? Ich versuche einmal im Jahr zu reisen. Du? Ich bin beruflich unterwegs, also ziemlich oft. Neue Orte zu erkunden muss aufregend sein. Es gibt einige Momente, aber es ist ermüdend. Ich kann raten. Hier sind unsere Getränke. Prost! Prost, Mary! Für eine gute Freundschaft und Unterhaltung. Auf jeden Fall, Michael. Es ist immer ein Vergnügen. Ebenso, Maria. Genießen Sie Ihren Wein. Du auch. Michael, lasst uns das öfter machen. Annahme. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Du auch. Michael, gute Nacht. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie läuft dein Tag? Nicht schlecht. Danke, Michael. Und bei dir? Es war sehr beschäftigt. Aber produktiv. Hatten Sie Gelegenheit, sich den Bericht anzusehen, den ich Ihnen geschickt habe? Ja, habe ich. Ich habe ein paar Fragen zu Daten. Können wir das nach dem Mittagessen besprechen? Klar, lasst uns das machen. Apropos Mittagessen, was haben Sie heute vor? Ich habe Lust auf etwas Leichtes. Vielleicht einen Salat. Das sieht gesund aus. Ich kann ein Sandwich essen gehen. Haben Sie schon von dem neuen Feinkostladen gehört, der kürzlich eröffnet wurde? Ja, habe ich. Ich wollte es versuchen. Lass uns dahin gehen. Gute Idee. Um wie viel Uhr funktioniert es bei Ihnen? Wie wäre es mit 12 Uhr nachts? Ist das für Sie geeignet? Perfekt. Es ist 12 Uhr. Wir treffen uns am Eingang. Hört sich gut an, bis dann. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen, Michael. Alles super. Vielen Dank. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Lassen Sie uns das Projekt besprechen. Haben Sie die neuesten Updates? Ja, das tue ich. Ich habe beim Frontend-Design einige Fortschritte gemacht. Das ist schön zu hören.
Kannst du mir zeigen, was du bisher gemacht hast? Ich werde natürlich meinen Bildschirm teilen. Hier ist das Mockup der Homepage. Es sieht gut aus. Mir gefällt das Farbschema. Was ist mit dem Backend? Unser Backend-Entwickler arbeitet daran. Sie sollten bald ein Update durchführen. Großartig. Wir müssen unsere Frist einhalten. Irgendwelche Probleme? Im Moment nicht. Aber wir benötigen möglicherweise mehr Ressourcen zum Testen. Okay. Ich werde das mit dem Team besprechen. Wie sieht es mit dem Feedback der Benutzer aus? Wir haben einige positive Rückmeldungen zu unserer Beta-Version erhalten. Das ist vielversprechend. Lasst es uns weiter verbessern. Wie ist das Budget? Wir liegen im Moment innerhalb des Budgets, müssen es aber genau verfolgen. Annahme. Lassen Sie uns ein Treffen mit dem QA-Team zum Testen vereinbaren. Ich werde es morgen früh planen. Perfekt. Danke, Maria. Mach weiter so. Danke, Michael. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Ich fühle mich ein wenig müde. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Ich verstehe, manchmal kann es schwierig sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin hier, um zu arbeiten und mich besser zu fühlen. Das ist der Geist. Beginnen wir mit einigen Aufwärmübungen. Hört sich gut an. Womit sollen wir beginnen? Wir können mit etwas Dehnung beginnen. Erreichen Sie Ihre Zehen. So was? Ja, genau so. 10 Sekunden lang gedrückt halten. Okay. Das ist ein schönes Gefühl. Großartig. Jetzt machen wir ein paar Sprungbewegungen, um unsere Herzfrequenz zu erhöhen. Hampelmann, verstanden. 1, 2, 3, los. Wow, das ist schon ein Training. Es ist sicherlich. Kommen wir nun zum Laufband. Ich laufe nicht wirklich gern, aber okay. Wir müssen nicht schnell laufen. Nur ein leichtes Joggen zum Start. Okay, tun wir's. Wie wäre es mit 15 Minuten Laufen? Scheint beherrschbar. Lass uns gehen. Sie laufen 15 Minuten auf dem Laufband. Gute Arbeit, Michael. Das machst du toll. Danke, Maria. Mir geht es schon besser. Das ist die Magie des Trainings. Es steigert ihre Stimmung. Du hast recht. Ich sollte öfter ins Fitnessstudio gehen. Es ist auf jeden Fall gut für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Ich werde daran denken. Danke für die Schulung, Mary. Gern geschehen, Michael. Bis zum nächsten Mal. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie läuft es heute im Büro? Hallo, Michael. Es war ziemlich viel los, aber wir schaffen es. Gut zu hören. Haben Sie den letzten Verkaufsbericht gesehen? Ja, habe ich. Unsere Zahlen für diesen Monat sehen großartig aus. Großartig. Lassen Sie uns unsere Marketingstrategie für das nächste Quartal besprechen. Natürlich habe ich ein paar Ideen im Kopf. Auf dem Weg zum Meeting können wir ein Brainstorming durchführen. Es sieht aus wie ein Plan. Machen wir das Beste aus dieser Busfahrt. Ich akzeptiere Michael. Wenn wir reden, kommen uns immer tolle Ideen. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Hast du gestern Abend deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe es vor dem Abendessen beendet. Hast du getan?
Nein, ich steckte in einem Film fest und hatte keine Zeit. Sie sollten versuchen, ihre Zeit besser einzuteilen. Ich weiß, daran muss ich arbeiten. Übrigens, hast du schon unseren neuen Lehrer kennengelernt? Ja, Frau Johnson, er ist wirklich nett, nicht wahr? Ja, es sieht toll aus. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Der Englischunterricht gefällt mir sehr gut. In Ordnung, und du? Ich bevorzuge Mathe. Für mich schwieriger. Interessant. Ich finde Mathe schwierig. Keine Sorge. Ich kann Ihnen bei der Mathematik helfen, wenn Sie möchten. Danke. Das wäre toll. Was machst du normalerweise nach der Schule? Montags und mittwochs habe ich Fußballtraining. Das hört sich lustig an. Freitags spiele ich Basketball. Wir sollten unsere Freunde einladen, sich unsere Spiele anzusehen. Das ist eine gute Idee. Lass es uns tun. Haben Sie sich entschieden, was Sie sein wollen, wenn Sie erwachsen sind? Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ein Arzt oder ein Ingenieur. Ich möchte Lehrer werden. Ich liebe es, anderen beim Lernen zu helfen. Das ist ein edler Beruf. Ich bin sicher, dass Sie ein großartiger Lehrer sein werden. Danke, Michael. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Harry Potter. Hat mir wirklich gut gefallen. In Ordnung, und du? Ich liebe To Kill a Mockingbird. Das ist ein Klassiker. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich muss nachsehen. Auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Hast du ein Haustier? Ja. Ich habe einen Hund namens Maximal. Es ist sehr lustig. Ich habe eine Katze namens Mustache. Sie ist wirklich süß und flauschig. Vielleicht können Sie irgendwann einen Spieltermin vereinbaren. Das wäre so süß. Lasst uns planen. Was ist dein Plan für das Wochenende? Ich gehe am Samstag mit meiner Familie spazieren. Das klingt so lustig. Ich bleibe einfach zu Hause. Sie können sich entspannen und vielleicht mit Ihren Hausaufgaben fortfahren. Ja, das sollte ich unbedingt tun. Danke für das Erinnern. Es ist okay. Wir alle brauchen etwas Ruhe. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie läuft es bei der Arbeit? Nicht schlecht, Michael. Wir waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. In Ordnung, und du? Ich bin auch ertrunken. Aber heute Abend lasst uns entspannen und unsere Getränke genießen. Sieht nach einem Plan aus, Michael. Was trinken Sie? Lass mich bitte ein Bier trinken. Was ist mit dir? Ich gehe auf ein Glas Rotwein. Prost, Mary. Hier ist ein entspannter Abend. Prost, Michael. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Reisen unternommen? Nicht wirklich. Mary, der Job hat mich süchtig gemacht. Ich kenne dieses Gefühl. Wir sollten bald einen Ausflug planen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Irgendwelche anderen Vorschläge? Wie wäre es, das Wochenende am Strand zu verbringen? Perfekt. Ich liebe den Klang davon. Was ist also der neueste Klatsch im Büro? Du weißt, wie es ist, Mary. Gleich alt, gleich alt. Ich habe gehört, dass es im Management einige Veränderungen geben könnte. Ja, es gibt Gespräche, aber noch nichts Konkretes. Wir hoffen, dass dies keine negativen Auswirkungen auf uns hat. Annahme. Wir sind seit Jahren ein gutes Team. Apropos. Erinnern Sie sich an das Projekt, das wir letztes Jahr gemeinsam durchgeführt haben? Natürlich. Maria,
Es war eine unserer besten Kooperationen. Wir sollten so etwas noch einmal machen. Lassen Sie uns das auf jeden Fall nächste Woche ausführlicher besprechen. Okay. Michael. Ich freue mich darauf. Ich bin auch Mary. Aber jetzt lasst uns erstmal unsere Drinks genießen und die Arbeit vergessen. Du hast völlig recht, Michael. Prost. Neues Gespräch. Hallo John. Endlich habe ich mit dem College angefangen. Wirklich? Großartig. Welchen Abschnitt studieren Sie? Ich studiere Betriebswirtschaft. Ich bin sehr aufgeregt. Glückwunsch. Das Geschäft ist eine gute Wahl. Wie läuft der Unterricht? Bisher ist alles in Ordnung. Der Unterricht im ersten Semester war recht einfach. Schön zu hören. Welche Kurse nimmst du? Im ersten Semester belege ich Einführungskurse in Computermathematik, Mikroökonomie und Betriebswirtschaftslehre. Magst du Businesskurse? Ja, Businesskurse gehören zu meinen Favoriten. Der Marketingkurs ist sehr interessant. Ich habe auch BWL studiert und Marketing war mein Favorit. Welche weiteren Kurse werden Sie belegen? Im zweiten Semester werde ich Kurse wie Finanzen, Management, Wirtschaftsethik wählen. Der Klang ist großartig. Du scheinst das College-Leben zu mögen. Ja, das ist wirklich so. Außerdem habe ich neue Freunde gefunden und es macht auch Spaß, den Campus zu erkunden. Großartig. Genießen Sie Ihre College-Erfahrung und viel Glück. Danke, John. Und wie geht es dir? Ich arbeite immer noch, denke aber darüber nach, in Zukunft ein Masterstudium zu machen. Ein Masterabschluss kann eine gute Idee sein. Was machst du? Ich denke darüber nach, einen Master in Pädagogik zu machen. Neues Gespräch. Guten Morgen. Ist dieser Platz belegt? Nein. Es ist kostenlos. Bitte hinsetzen. Danke schön. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Waren Sie schon einmal auf dieser Buslinie? Ja, ich fahre jeden Tag mit diesem Bus zur Arbeit. In Ordnung und du? Das ist mein erster. Ich bin gerade nach London gezogen. Willkommen in der Stadt. Woher kommst du? Ich komme ursprünglich aus New York. Das ist eine ziemlich große Veränderung. Was führt Sie nach London? Ich habe hier einen Job bekommen. Ich bin Marketing Manager. Das ist toll. Ich bin auch Manager. Ich arbeite in der IT. Schön dich zu treffen, Mary. Schön dich auch kennenzulernen, Michael. Wenn Sie Fragen zur Stadt haben, können Sie diese gerne stellen. Vielen Dank dafür, ich weiß das zu schätzen. Ich kann dieses Angebot annehmen.